Ahoi, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sengoku Dynasty mit eurem Erik Vikingsson und natürlich mit unserem Fu Manchu. Und wir haben gestern die Onibaba am Ende getroffen und sie hat uns erzählt, was auf uns erwartet und dass wir zu dem Wachturm gehen müssen, um den Tempel zu sehen, wo wir dann eventuell unsere Glocke bekommen für unser neues Zuhause, für unser Dynastie. Ja, für unsere Dynastie. Wir nehmen erstmal noch mal ein bisschen Gras mit. Ich würde jetzt gerne aber noch mal ein bisschen was bauen. Und zwar ein Lagerfeuer. Ich glaube nämlich, unser Fu, der hat Hunger. Wenn wir das hier hinten mal hier. Wir machen es dann ja auch wieder weg. Aber wir sollten uns unser Fleisch abbraten, dass wir jetzt mal ein bisschen was zu fooden haben. Denn heute geht es zum Wachturm. So. Lieber Fu. Ich habe nur einen Stock. Hier irgendwelche Stöcke. Ich habe auf jeden Fall Fleisch, ne? 6 Stück, ja. Hier, wir brauchen kurz Stöcke. Habe ich hier Stöcke raus? Hier ist alles irgendwie verbrannt, ne? Okay. Darf ich das nicht abbauen? Ich hau noch einmal drauf. Nö, anscheinend nicht. Das ist ja krass. Gibt es hier Büsche? Ach komm, ich werde jetzt hier irgendwie die Möglichkeit haben, hier Fleisch abzubraten. So, das passt schon. Mehr herstellen. 6 Mal. So, dann gibt es erstmal was zu essen beim Fu und dann geht's los zum Wachturm. Das machen wir natürlich wieder weg. Zack. Okay, du erhältst halt kein Material wieder, aber das ist nicht schlimm. So, mein Lieber, wir haben die Maske bekommen. Oh, das ist ja cool. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, die Eier hätte ich auch noch abbraten können, aber ist okay. So, dann ess mal was, mein Großer. Das Schöne, was ich mitbekommen habe, ist, die Nahrungsmittel haben ein Haltbarkeitsdatum, ne? Du kannst, ich wollte sie übereinander stacken im Lebensmittellager. Es ging aber nicht, weil ja, die Haltbarkeit anders war, als wie das, was ich reinstecken wollte. Also das ist schon krass. Du musst halt wirklich nach der Haltbarkeit gucken, ansonsten vergammelt's. Aber ich denke mal, daraus können wir dann auch Dünger herstellen. Und wir haben ja nicht viele Dorfbewohner, die gerade essen. Und wir versorgen uns ja sowieso selber. Das heißt, die Nahrung, die dort ist, die wird auch erstmal dort bleiben. So. Geht's erstmal zum Wachturm. Oh, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ist es cool, wenn wir erstmal unsere Glocke bekommen und unsere Dynastie gründen dürfen. Vor allen Dingen, ich habe so das Gefühl, dass der Wachturm direkt hier, der ist dann hier. Ja, wir müssen da runter, ne? Da ist unsere Dynastie. Oder besser gesagt, da wird unsere neue Heimat sein. Noch ist da ja noch gar nichts. So, hier sind die Wegpunkte. Kann man da was lesen? Nee, gar nichts. So, dann gehen wir mal da hoch, wa? Ich denke mal, da wird uns jetzt was erwarten. Es wird auch bald dunkel. Wir werden uns, denke ich mal, noch ein Zelt aufbauen müssen. Oder ich laufe da nach Hause. Das könnte ich natürlich auch. Das könnte ich auch tun, ja. So. Dann gehen wir mal nach oben. La la da 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 da. Wie schnell er hier hochspringt. So, jetzt sind wir hier oben. Wir gucken direkt über unsere Heimat. Guckt euch das an. Hier werden wir wohnen. Das Dorf. Das war unser Dorf, oder? Oh, wie gut ist das gemacht? Ne, da ist unser Dorf. Boah, sind wir weit gelaufen.
Jetzt überblicken wir die komplette Map. Ist das geil. Boah, ist das geil. Guck mal, wie viele Dörfer es hier gibt. Und das wird jetzt auf der Map gezeichnet. Oh, guck mal, das schöne große. Oh, wie gut ist das gebaut? Wo ist der Tempel? Da oben. Da haben wir aber einen weiten Weg vor uns zu den Mönchen. Na gut, die wohnen halt wirklich abseits. Oder ist es direkt hinter uns gewesen? Nee, nicht wirklich. Oh, ist das gut. Willkommen bei Sengoku Dynasty. Jetzt geht es erst richtig los. Oh, ist das episch. Da steht unser Fu. Wie klein und winzig er jetzt wirkt, ne? Wahnsinn. Willkommen. Bitte um eine Erlaubnis zum Siedeln. Level 7 benötigt. Welches Level haben wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage, ne? Steht denn unser Level? Dynastie, ist das das Dynastie-Level? 6? Das ist schon krass, dass wir schon weit so oben sind. Die Karte? Ja, guck. Aber die Dörfer haben sie leider nicht gezeigt. Ich denke mal, die werden wir erst sehen, wenn wir sie halt dann finden, ne? Okay, da müssen wir hin. Da gehen wir durch unser Dorf. Hier oben wird dann wohl... Oder hier. Ich kann immer noch keine Markierung setzen. Schade. Ich denke, hier wird dann das Mönchdorf sein, ne? Okay. Gehe nach Segi, um etwas über Holzverarbeitung zu lernen. Gehe nach Iwasaki, um etwas über die Eisenverarbeitung zu lernen. Erreiche Dynastiestufe 7. Okay. Ja, Leute. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen auf Wanderschaft, oder? Wir gehen erstmal die 300 Meter an. Das wird ja dann das erste Dorf sein. Baustelle für eine kleine Brücke entdeckt. Okay, wo? Wo denn? Direkt hier vor uns? Hier kommt auf jeden Fall was. Gehen wir jetzt unsere Richtung hier? Ne, wir gehen nach oben. Wo ist denn eigentlich hier der... Oh, ich dachte, es wäre tot. Wo ist denn der Weg? Da ist die Baustelle. Mach mal die Bambushäune an hier. Wie kannst du mit einer Eisenachse erst abarbeiten? Okay. Da ist die kleine Brücke. Cool, da gehen wir jetzt erstmal drüber. Mal gucken, in welches Dorf wir gehen. Iwasaki oder Segi? Bin gespannt. Oh, es macht so viel Spaß, hier durch diese Bäume und Wälder zu gehen, ne? Es ist so wunderschön. Oh, ich bin so froh, dass wir das alles zusammen erleben hier. Guck mal, das ist ein Händler. Hallöchen. Ein Bettler ist das. Oh, guck mal. Kannst du mir eine Münze entbehren? Natürlich, hier ist eine Münze. Das machen wir. Ich danke dir. Und ich hatte schon befürchtet, du wärst nur hier, um mich auszulachen wie die anderen. Lachen sie dich aus? Ich war einst ein Sklave hier. Und ich lief davon. Alle redeten davon, dass ich... Doch ich war der Einzige, der es auch wirklich tat. Ich versuchte, das Tal zu verlassen, aber die Straßen waren zu gefährlich. Ich versuchte, mich in einem der anderen Dörfer niederzulassen, aber sie wollten mich dort nicht. Sie nannten ihre Gründe, aber ich denke, sie wollten es sich nicht nur mit Suburobai verscherzen. Okay, das ist ein ganz komischer Satz. Ich kehrte zurück. Suburobai machte sich über mich lustig. Er lässt mich nicht ins Dorf. Aber wenigstens erinnern sich ein paar an mich und geben mir zu essen. Okay, cool. Aber es ist auch ein Händler. Guck dir das an, du. Der hat Fisch. Was hat er hier? Ein Pilz. Teeblätter. Der hat schon einiges, ne? Der hat auch richtig Kohle hier. Guck dir das mal an. Der hat 26 Münzen. Welcher Sack.
Ich kann das Dorf sehen. Es baut sich so ganz langsam hinten auf. Oh, ist das gut. Was haben wir hier? Bananenblätter? Oh, das können wir nicht looten. Schade. Da ist das Dorf. Mal gucken, welches Dorf wir jetzt erreichen hier. Am Nachmittag. Gefühlter Spät. Frühabend. Iwasaki haben wir entdeckt. Ist es jetzt auf der Map? Jo, guck. Sehr cool. Wir werden jetzt was über die Eisenverarbeitung lernen. Das ist doch schön. Sprich mit den Dorfbewohnern, um mehr über Iwasaki zu lernen. Wir wollen die Quest natürlich verfolgen. Hallo? Das war jetzt ein bisschen frech. Nebenquest ist nicht. Öffnet die Tore. Das ist Geschäftsgeheimnisse. Die wollen wir haben, ne? Genau. Quest verfolgen. Hallo. Ihr habt ja ein hübsch hässliches Dörfchen hier. Ist jemand zu Hause? Ja, hier gehst du halt einfach noch in die Wohnung rein, ne? Ist ja eh offen alles. Gibt's hier Dorfbewohner? Da ist einer. Boah, aber voll krass, ne? Schön eng gebaut hier. Da ist nochmal ein Händler. Aber ich denke mal, das ist der einzigste Nahrungsmittelhändler. Ey, warte mal. Nee, 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 hau jetzt nicht ab. Hallo, hau jetzt nicht ab. Komm mal her. Hey, ja, dich meine ich. Sklave, was machst du da? Hikotaro. Namu Amida Butsu. Boah, was wieder? Wie heißt das Dorf? Ich frage mal so. Wie heißt das Dorf? Oh. Du bist wirklich neu hier, Boss. Das hier ist Iwasaki. Unser Hauptgeschäft ist der Eisenanbau. Das ganze Tal verlässt sich auf uns. Wenn es ernste Angelegenheiten sind, die dich herführen, wende dich an Suburobai. Er ist hier der Hauptverantwortliche. Du musst nur den Hügel hinaufgehen. Dort findest du sein Anwesen. Schließen. Da haben wir noch mal einen Händler. Ich würde gerne nur mit Dorfbewohnern jetzt erstmal sprechen, nicht mit den Händlern. Das können wir uns ja später aufführen. Da liegen auch welche, guck mal. Wieder ein Sklave. Hohachiro. Was willst du? Du bist nicht sehr freundlich, was? Pass auf. Ich weiß, du machst gute Sachen für die Leute hier. Aber wenn du ein warmes Willkommen willst, versuch's nicht bei einem Sklaven. Dass ich mal ein reiner, feiner... Dass ich mal ein freier Mann war, was immer ich wollte, ich nahm es mir einfach. Du warst ein Bandit, richtig? Und du verdammt stolz drauf. Nicht wie mein alter Kumpan Yasaburo, der mich gefangen und versklavt hat. Wir gingen früher zusammen plündern. Jetzt bin ich Sklave und er der oberste Gesetzeshüter im Dorf. Wohnt den Weg hoch. Auf der besseren Flussseite. In einem schicken Haus. Ihr beide könnt ja ein bisschen übers Gesetz und Ordnung und so plaudern. Okay, mach's gut. Entschuldigung. Haben wir dich geweckt? Komm, dann reden wir mit dir auch nochmal. Der Bergarbeiter. Legt er sich wieder hin. Hast du was gesagt? Ich möchte etwas über Bergarbeit lernen. Ich habe nicht genug Geduld, um anderen etwas beizubringen. Andong ist ein Mann. Ein Sklave. Wir lebten früher in einem selben Haus. Du bist ein ehemaliger Sklave. Ja, meine Familie hatte Schulden, also verkauften sie mich an Suburobai. Dank des Geldes, das sie für mich bekamen, konnte mein Schwager seinen Hof wieder aufbauen und genug verdienen, um mich wieder freizukaufen. Ein grausames Geschäft, aber alles in allem fair. Als ich dann ein freier Mann war, wurde mir klar, dass ich Iwasaki nicht verlassen wollte. Ich war ein guter Bergmann. Ich verdiente hier mehr als zu Hause. Und dank Saburobais Söldnern ist es hier sicher. Ich blieb hier. Meine Arbeit ist sicher und leicht. Ich zog in eine bessere Gemeinschaftshaus. Ich heiratete und ich bin glücklich, glaube ich. Okay. Wenn du das glaubst. So. Wir sollen noch mit mehr...
Wer bist denn du? Halt! Shingo! Ja, lass uns reden. Gib mir einen Moment, um wieder in Atem zu kommen. Geht es dir nicht gut? Ich hatte einen Unfall in den Minen. Ich bin alt und ungeschickt. Das ist nie gut für einen Sklaven. Was geschieht mit älteren Sklaven? Wie meinst du das mit? Was meinst du damit? Wir arbeiten, bis wir nicht mehr können. Dann sterben wir. Was für ein Leben das ist. Ich habe viele so Enden gesehen. Ich bin schon lange hier. Schon vor Enjiros Aufstand habe ich hier gearbeitet. Du musst wissen, dass Meister Eisen wird in Japan aus Eisensand gewonnen. Reines Eisenerz, wie wir es hier gewinnen, ist selten und wertvoll. In Zeiten des Kriegs will jeder Eisen. Es ist mehr wert als Menschenleben. Vielleicht könnte es ja hier im Tal anders sein. Ein schöner Traum. Aber vergib einem alten Mann. Ich glaube nicht mehr daran. Okay, mach's gut, Shingo. Mit dir soll man auch reden, oder was? Ja, nochmal. Ach, das ist der Andong. Hallo. Was bist du? Nochmal. Hallo. Was bist du wollend? Du bist nicht von hier, oder? Nein, von jenseits des Meeres. Aus Joseon. Wie kommt es, dass du hier bist? In Joseon war ich geltend als Meister der Metallverarbeitung. Diente dem Fürsten der Stadt. War gut darin. Viel Geld, Ansehen. Aber das Herz traurig. Geliebte hat sich in unserem Dorf zurückgelassen. Weißt du? Ich kehre zurück, um zu sehen. Das Dorf lag am Meer. Piraten. Sie nahmen sie und mich und viele andere. Einige von uns hier verkauft. Geliebte in der Nähe. Jeden Tag will ich gehen zu ihr. Aber ich bin Sklave. Eine wirklich traurige Geschichte. Ja. Aber ich redend zu viel. Was bringe du dich her? Mein Gott. Ist das hier Yoda für Arme oder was? Ich würde gerne etwas über den Bergbau und die Verarbeitung von Metallen lernen. Ah, dann nicht Meister und Lehrling? Wie unerwartet. Das Wichtigste ist erster. Du brauchst Spitzhacke. Der Rest einfach. Suche in der Mine nach Erz und hau drauf, so fest könnt. Schließen. So. Junge, Junge, Junge. Der war richtig wild. Wo sind wir jetzt eigentlich? Kawasaki? Wie hieß das doch? Ich hab's schon wieder vergessen. Sasakai? Sasaki? Oh, das ist doch hier auch einer. Das ist doch eine Wache. Ich behalte dich im Auge. Und das solltest du auch. Immerhin bist du ein Wächter. Ich bin ein Soldat. Suborobai, dem Vorsteher des Dorfes, gehört meine Treue. Wieso hat Suborobai eine eigene Armee? Genau genommen nein. Aber wir sind Wächter. Führe das Vermächtnis des Aufstands fort. Hast du in dem Aufstand mitgekämpft? Du musst einfach immer weiter fragen, nicht wahr? Ich war zu jung, noch ein Kind. Jetzt bin ich ein erwachsener Mann und kann endlich etwas bewirken. Wie hier. Okay, viel Spaß. Entschuldigung. Tut mir leid, ich wollte es nicht. Sollen wir immer noch mehr Leute hier fragen? Es gibt's doch ja nicht. Komm, einen suchen wir uns noch. Boah, schöne Schmiede hier. Alter, wie freue ich mich, wenn unsere Dynastie steht, unser Dorf. Hallo. Ist noch jemand zu Hause? Mal die Bambushänge da hinten. Das sieht mir aber nicht so aus, als ob hier noch jemand wohnt. Wir gehen nochmal hier rein. Ah, schöne Lichter. Da liegt noch einer, guck mal. Da liegt noch mehr. Das sind die Zwillinge, oder? Nee, doch nicht. Ein Bergbautechniker. Du wirkst beschäftigt. Nein. Ja, ich versuche mich zu konzentrieren. Dann störe ich dich besser nicht. Hast du dir das Wasserrad einmal näher angesehen? Bitte? Wenn ein Wasserrad ein Hammerwerk antreibt, das ist einfach schön. Der Fluss bewegt das Rad hebt die Hämmer. Und wenn die Hämmer fallen, zerbrechen sie selbst das härteste Gestein. Was für eine Kraft. Unter anderen Umständen müssten Arbeiter es manchmal und würden schneller ermüden.
Aber man kann die Kraft des Flusses bändigen, der so viel stärker ist als jeder Arbeiter. Es ist so, du bist ein Bergabbautechniker, oder? Wie bist du darauf gekommen? Naja, du redest zu viel. So. Adam? Nee, mit dir rede ich nicht schon wieder. Adam? Das ist so ein richtig cooler Name. Adam. Da gab es mal einen Film mit Jackie Chan. Police Story heißt das. Da war auch der Bruder vom Jackie, der Adam. Oh, ein Mädchen. Eine Arbeiterin. Hey, warum legt ihr euch alle hin, wenn ich komme? Du siehst hungrig aus. Mein Magen knurrt. Hier, nimm das. Es ist noch warm. Ich habe komplett jetzt gerade... Also, wir haben... Sie hat gesagt, du siehst hungrig aus. Ich sage, mein Magen knurrt. Hier, nimm das. In diesem Dorf gibt es viele freundliche Menschen. Das ist die erste. Lebt man unter einer grausamen Ordnung, ist Freundlichkeit das Einzige, was übrig bleibt. Grausam, das Dorf sieht doch recht freundlich aus. Siehst du all die Sklaven nicht? Wenn das nicht Grausamkeit ist, weiß ich nicht, was sonst. Mein Mann, Nakee, war früher ebenfalls ein Sklave. Ich wollte anderswo hinziehen, aber er entschied, dass wir bleiben sollen. Seine eigene Freiheit macht ihn blind gegenüber dem Unglück anderer. Okay, danke. Was hat's uns gegeben? Oh, Fischgericht. Ihr seid aber auch nett. Ja, ich kann doch jetzt hier nicht nur... Ihr seht halt auch alle gleich aus, ne? Ich weiß ja nicht, mit wem ich schon gesprochen habe und mit wem nicht. Mit dir glaube ich nicht, oder? Ich kann nicht lange reden. Ich hab zu tun. Was hast du zu tun? Nach Eisenerzgrab. Was sonst? Es ist wahre Knochenarbeit. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Ja, gut. Lies es mir von den Lippen ab. Ich bin Sklave. Ich kann nicht einfach etwas anderes machen. Ich meine, ich kann einen. Der hat es versucht. Er lief davon. Ah, den haben wir getroffen. Aber wenn Krieg herrscht, ist es nicht sicher zu reisen. Es wäre beinahe getötet worden. Dann sucht er in einem anderen Dorf nach Arbeit. Aber Bergbau war das Einzige, von dem etwas verstand. Niemand konnte ihn brauchen. Jetzt ist er obdachloser Bettler. Und Suborobai, der Vorsteher, will ihn auch nicht mehr zurück. Du kannst ihn vor dem Dorf finden. Er heißt Sosogoro. Den haben wir schon gefunden. Dankeschön für die Information. Wo ist denn der jetzt hin hier? Jetzt hockt er hier. Wer bist du? Shiongo? Adong? Gibt es dich zweimal oder was? Die kennen wir doch noch nicht hier, oder? Hallo, ich bin... Ach, egal. Können wir uns unterhalten? Ich habe gehört, dass du viel Gutes für die Armen getan hast. Aber ich glaube nicht, dass es verändert hat, wer du bist. Super. Wie soll ich denn hier mit Leuten reden, weißt du, wenn wir hier die ganze Zeit Leute ansprechen, aber irgendwie nicht was funktioniert, ne? Ja, lass uns reden. Gib mir einen Moment, um wieder zu atmen zu kommen. Ja, das kennen wir schon. Alles gut. Ist in Ordnung, Entschuldigung. So, es ist dunkel, wir haben kein Bett. Wir machen mal die Fackel an, dass wir hier mal ein bisschen was von dem schönen Dorf sehen. Und dann sollen wir wo in die Mine gehen hier, oder? Sag mal, wo komme ich denn hier wieder raus, da draußen? Und Langhaus haben sie auch, das ist natürlich auch super. Der muss ja dann hier der Einzige sein, oder? Dass ich dann Zugang zu den Minen bekomme. Jetzt muss ich erstmal hier hoch, glaube ich. Aber wenn ich da oben aber schon wieder die Hauswand sehe, dann weiß ich, wie schön das Haus da oben sein muss. Ah, da geht sogar ein Weg hoch. Ich habe mich schon gewundert, was das für Leuchten sind. Komm, dann machen wir aber die Leuchte aus hier. Das müssen wir fühlen. Diesen Weg hier hoch. Da läuft jemand. Eine Wache. Guten Abend. Ich soll hier sein. Er hat aber auch ein Gesicht. Oh, guck mal hier. Frau des Dorfbesitzers. Ne? Mit der redet man nicht. Da kriegt man gleich noch die Ohren lang gezogen. So, wo ist denn der Hayopine? Nicht, dass der schon pennt.
Ich glaube, der raucht eine Wasserpfeife, kann das sein? Sommer. Der Dorfbesitzer. Hallo, ey. Entschuldigung? Geh doch mal weg, Mönch. Ich bin erst dran. Du bleibst jetzt hier. Bitte fasse dich kurz. Der Bergbau lässt keine Zeit für Geplauder. Wie ich sehe, habe ich es mit einer wichtigen Person zu tun. Schmeicheleien befehlen bei mir ihre Wirkung. Doch ich übe mich auch nicht in falscher Bescheidenheit. Sprich weiter. Ich bin nur ein bescheidener Flüchtling, wie viele andere. Ihr wollt helfen, was? Ich beginne dich zu mögen. Flüchtlinge sind mir vom Herzen willkommen, solange sie Gewinn bringen. Seid ihr dessen bewusst? Es geht mir um das Gemeinwohl. Ohne mein Eisen gäbe es kein Königreich der Bauern. Keine Pflüge für die Bauern, keine Äxte für die Waldarbeiter. Beauftragter des Shogodono regiere ich das Tal. Wenn immer unser Fürst nach Kyoto reist, mir lag viel daran, meinem Herren zu gefallen. Seither habe ich gelernt, den Wünschen und Befehlen anderer mit größter Vorsicht zu begehen. Als der zweite Iki ausbrach und ich die Menschen das Tal gegen den Shogodono verbündeten, begann ich zu verstehen, dass einige Argumente der Aufständischen vernünftig waren. Shibayama Menchuika, den Shogodono anbelangt, gut, dass wir ihn los sind. Ach, jetzt habe ich was überlesen. Um zum Wohle des Tals arbeite ich noch immer mit diesen ehemaligen Aufständischen zusammen. Was Shibayama Menchuiki oder Menchuika, den Shogodono angeht, diese Namen. Gut, dass wir ihn los sind. Ich kam in der Hoffnung her, etwas über Verarbeitung lernen zu können. Du hast meinen Respekt für das, was du für das Tal zu tun versuchst. Aber deshalb teile ich noch lange keine Geschäftsgeheimnis mit dir. Das hier ist mein Lebensunterhalt und ich werde ihn nicht verschenken. Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, zum Wohle des Tals natürlich. Das ist ehrenwert. Aber wenn du ein Anführer sein willst, musst du eine Sache verstehen. Ein Geschäftsmann muss vorsichtig sein. Ich bin kein Arbeiter oder Sklave, was diesen Adon, der nicht aufhören kann, solche Dinge auszuplaudern. Für den Moment teile dieses Mal mit mir. Es ist immer ein Vergnügen, mit ehrgeizigen und erfolgreichen Neuankömmlingen zu speisen. Ich danke dir. Was habe ich bekommen? Jo, ein Gemüsegericht, ein einfaches. Ja, komm, das pfeifen wir uns rein jetzt. Ja, das macht aber richtig Mehl. Ja, wo ist jetzt die Mine? Und wo kann ich pennen? Ach du Scheiß. Ich glaube nicht, dass ich hier so einfach ein Zelt aufschlagen kann, oder? Komm, wir bauen uns jetzt noch ein Zelt irgendwo hin. Da müssen wir, glaube ich, raus aus der Stadt, dass wir da mal pennen können, kurz. Ich glaube nicht, dass ich hier einfach jetzt mal mein Zelt aufschlagen darf. Wir probieren es mal. Das war dein Messer. Mir fehlt ein Stock. Ja, ich dürfte aber. Guck dir das an, du. Ich gehe mal kurz einen Busch suchen im Dunkeln. Das sieht gut aus. Das sieht nach Busch aus hier. Das sah aber auch nur so aus, mehr nicht. Ach, come on. Da ist ein Busch. So, 3. Ich könnte halt auch die Fackel anmachen, aber da habe ich den Hammer nicht mehr in der Hand. Ja gut, komm, mach mal. Da, guck mal. Machst du die Fackel an, komm mal die Büsche raus. So. Ja, dann haben wir auf jeden Fall was zum Pennen. Das ist da die Eisenmine da unten, oder was soll das darstellen? Gott sei Dank können wir hier schlafen. Essen müssen wir nicht, ein Feuer brauchen wir auch nicht. Das passt eigentlich ganz gut. So. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, lege ich mich hin. Und wir gucken uns morgen mal an, wie das aussieht mit dem Eisenarbeiten. Ne? Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.